Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück beim Start von dem Wunsch-Let's Play vom Januar, muss ich schon sagen. Es sind wieder so viele Projekte dazwischen gekommen, dass wir jetzt erst dazu kommen, Anno 2070 zu spielen. Ich muss sagen, ich bin nicht der super Anno-Crack. Ich habe es beziehungsweise noch nie gespielt, diese Anno-Version. Ich kenne es noch, das ganz alte, was 1500 oder 1400 irgendwas war. Das allererste Anno habe ich noch gespielt im Multiplayer. Es ist natürlich 80 Millionen Jahre her. Wie sollten wir jetzt starten? Letztendlich, ich habe die Kampagne eine Mission mal gespielt. Das ist aber auch schon wieder Wochen her und ich habe gesehen, das Profil lässt sich nicht zurücksetzen irgendwie. Oder ich müsste ein neues Profil machen oder was auch immer. Schieß mich tot. Deshalb werden wir einfach die Kampagne nochmal Schatten der Vergangenheit, die erste Mission starten. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, was Anno letztendlich ist. Die Erfüllung des Zwei-Jahres-Plans wird mir bei Global Trust endlich das Ansehen einbringen, das mir zusteht. Wie man sieht, habe ich die schon mal gemacht und habe über 30 Minuten gebraucht. Ich hoffe, ich bin diesmal einfach ein bisschen schneller. Aber das ist, glaube ich, die erste. Man hat nicht viel Entscheidung gehabt, was mache ich denn jetzt und in welche Richtung geht es, sondern die ganze Zeit legt man eigentlich nur Texte und pfeffert das dann raus. Aber ich muss sagen, Anno sieht wirklich blendend aus. Zielkoordinaten erreicht. Da sind sie ja endlich. Tor Strindberg, wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. Sehr gerne. Ich habe übrigens alle Blumeffekte ausgeschaltet, weil ich hasse das. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue Zwei-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Vor allem ist es auch fies, mit Blumeffekten zu rendern. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Der Zwei-Jahres-Plan. In 30 Minuten oder schneller. Ja, dann erklär mir doch mal das Spiel. Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Analysis. Neue Inselkoordinaten. Inselscan läuft. Lade Informationen zu Fruchtbarkeiten und Rohstoffverteilung. Okay. Ich habe den Warentransport straff organisiert. Trotzdem, jede zusätzliche Verzögerung wirft mich im Zwei-Jahres-Plan zurück. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Ja, wir sind unterwegs. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Endlich. Können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen? Jetzt seien wir nicht so aggressiv. Gut. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Ja, ich bin auf dem Weg. Wir machen mal ein bisschen Dalli-Dalli. Was haben wir hier? Filtern von Nachrichten. Ein Kontor aufbauen. Ah, das brauchen wir jetzt nicht. Wir sehen ja schon, wir kriegen ja Bauzellen, Werkzeuge, Fisch. Es ist also doch ein bisschen ähnlich, wie früher es war. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, habe ich denn das richtige Schiff mitgenommen? Ah, ja. Weil jetzt kann ich hier nämlich den Kontor bauen. Hat sich auch nicht großartig verändert. Wo dann direkt die Waren aus meinem Kriegsschiff, ich würde es jetzt Landungsboot nennen eher, für Siedlungsgründung verfügbar. Direkt rübergeschmissen werden. Lade Basisbebauungsplan. Jetzt haben wir hier den Tycoon-Arbeiter und können ein Stadtzentrum aufbauen. Ich denke, das Stadtzentrum wird dafür benötigt, um Bereiche zu erweitern, oder? Auch zusätzlich, aber es wird wahrscheinlich auch meine, wie heißt das? Achtung. Ja. Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Bau machen wir jetzt. Wohnhäusern wird empfohlen. Okay, wo setzen wir es am besten hin? 8 Wohnhäuser bauen. Verbinden Sie alle Arbeiterwohnungen durch Straßen mit dem Stadtzentrum. Ja, ihr seid lustig. Ich habe einfach die Wohnhäuser ums Stadtzentrum gebaut, weil ich es nicht besser wusste. Deshalb, Leute, verzeiht mir.
Mehr Baumaterial benötigt. Lade. Was haben wir hier? Zeigt alle Gebäude, die Erzeugen dieser Ware benötigt werden. Oh, das haben sie aber schön gelöst. Da ich direkt hier Basaltbrecher. Den kann ich ja anscheinend an Straßen bauen und überall. Aber der macht doch bestimmt irgendwie Verschmutzung oder so. Ich habe noch so tief in der, so klein in Erinnerung. So, und das ist der Einzugsbereich für den Schmelzofen dann, ne? Setzen wir den mal dahin. So, jetzt müssen wir das Kotor noch anbinden. Kotor. Warnung. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. Machen wir. Fischproduktion. Seit 80 Millionen Jahren die optimale Nahrungsversorgung für Anno-Bewohner. Und ich darf sie überall setzen, ob an Land oder auch ins Wasser einfach so. Was steht denn hier bei dem Ding dabei? Muss im Hafenbereich errichtet werden. Aber wenn ich die im Wasser mache, kann ich doch nicht eine Straße damit verbinden, oder? Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten nicht überfordern. Okay. Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin, sobald die Probleme hier gelöst sind. Guter deutscher Name. Ich hatte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen, aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Ja, wir haben Minusenergie. Und? Scanne Energieversorgung. Ergebnis? Mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. Okay, dann kann ich hier so einen Schürfer bauen. Lustigerweise auch überall. Oder? Weil die Insel das hergibt, oder was? Fruchtbarkeit erzeugen. Diese Insel kann eine weitere Fruchtbarkeit erzeugen. So, dann brauchen wir die Straße noch nach da oben. Energielevel stabilisiert. Ist jetzt nicht ordentlich gebaut. Erfolgreich. Aber es ist ja nur die erste Mission. Es sollte ja auch nicht so lange dauern. Empfange dringende Nachricht. So, da kommt der Schaufelradbagger. Sowas in der Art und holt die Kohle fürs Kraftwerk. Ein schönes Ding. Haben sie echt super gemacht. Ohne Übertreibung, wir schweben hier in Lebensgefahr. Mithilfe einer optimierten Turbine aus fachlicher Sicht muss ich Ihnen dringend davon abraten. Ich glaube, das ist die gesamte Information, die ich dafür brauche, oder? Absender der Mail lokalisiert. Aufenthaltsort, hydroelektrisches Kraftwerk. Ich empfehle Kontaktaufnahme. Selektiere Hydro-Kraftwerk. Sie haben meine Nachricht also erhalten. Wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie. Wahrscheinlich nicht. Ah, ich klicke einfach alles an. Der sieht auch schon freundlich aus. Der wird mir auf jeden Fall zuhören. Ich bin wohl, ohne Übertreibung, einer der wichtigsten Mitarbeiter von Global Trust. Ohne meine Warenlieferungen läuft hier gar nichts. Muss ich mit meinem Schiff hinfahren? Nicht jetzt. Diese Lieferung muss sofort ins Zentrallager von Global Trust gebracht werden. Wo ist das dein Schiff? Ein Auftrag, ganz nach Ihrem Niveau. So. Ja, ja, Peterson wieder einmal. Der wittert doch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Okay. Jetzt habe ich dem schon ein bisschen was vorausgenommen. So, jetzt haben wir auch mal Strom hier. Es fliegt. Hier fehlt es uns.
Da ist die Turbine. Oder? Und jetzt zwei Rohöl. Die hole ich daher. Ah, der Stahl. Wenigstens das funktioniert. Aber die Arbeiten hier gehen trotzdem kaum voran. Sehen Sie selbst. Jetzt können Sie sich endlich einmal nützlich machen. Zu weit vorgeklickt. Dieses Ölvorkommen unter Wasser zu entdecken, war ein echter Glücksfall. Das wird mir helfen, den Zwei-Jahres-Plan von Global Trust einzuhalten. Vor allem die Fische, sie freuen sich. Das haben wir auch schon erledigt. Achso, das ist der Hauptauftrag. Minenbauplatz, aha. Rüber damit. Ach so, das muss nach, muss ins andere Kontor. Ja. Komm mal her. Item. Und zurück. Ich muss aber sagen, ich bin weniger verplant, als ich das letzte Mal gespielt habe. Das war wirklich unter aller Sau. Die. Schleichen Sie sich doch nicht immer so an. Genau, ich habe mich angeschleicht. Angeschlichen. Ich hasse Unterbrechungen. Machen Sie es kurz. Und jetzt? Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Zugegeben, keine schlechte Leistung. Aber diese Angelegenheit ist auch noch nicht geregelt. Noch nicht ganz. Ich habe den Warentransport straff organisiert. Haben Sie den Befehl endlich ausgeführt? Sie wollen mir damit imponieren, habe ich recht? Ich klicke aus Versehen manchmal, Ich bin wohl, ohne Übertreibung, einer der wichtigsten Mitarbeiter von Global Trust. Ohne meine Warenlieferungen läuft hier gar okay. nichts. Das Schiff eskortieren. Ach, so ist doch schön. Der Feind! Oder nicht? Doch. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. So sieht das aus? Ein Traum. Wer hätte gedacht, dass das so schön ist? Mach den noch kaputt! Die Energieleisten sind super hässlich, oder? Im Vergleich zu der sonstigen Grafik hier. Denkt man bei den Energieleisten einfach... Pfui. Sie mussten irgendwie reinkommen. Ah, cool. Auf Plus kann man beschleunigen. Tot. Na? Nicht jetzt. Diese Lieferung muss sofort... Oh, komm, ey. Ja, ja, wir sind auf dem Weg zum Kontor. Das hier werden Sie wohl zustande bringen, oder? Das war ja auch keine große Kunst. Ihr seid doch nicht so gemein zu mir. Ich mach doch alles, was du willst. Ich hasse Unterbrechungen. Der ist bestimmt auch so zu seinen Prostituierten. Und jetzt? Selektieren Sie den Konstruktionsbereich. Wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck. Ohne weitere Arbeit. Ermittle optimale Anzahl an Fachkräften zum Turbinenbau. Extrapoliere benötigt. Ach ja, 15 Wohnungen. Das kriegen wir wohl auch noch hin. Ich registriere eine Weiterentwicklung. Gratulation. Danke. Auch wenn deren Versorgung nicht gut ist. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Ja, haben wir. Und jetzt? Ist die optimierte Turbine noch fertig, oder? Können wir die rüberbringen? Jammern Sie nicht, Peterson.
Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Wie einfach gegen die Tonne klopft da in der Ecke. Ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Dampfs wird das nicht verkraften. Verdammt! Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! Peterson, was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Tada! Sieg! Und das bedeutet schneller als das letzte Mal. Nämlich nur in 15 Minuten, letztes Mal habe ich 30 gebraucht. Grafik? Achso, damit ist die Grafik gemeint und nicht die Grafik in dem Sinne. Achso, aus 15, 45. Ich habe letztes Mal gar keine 30 gebraucht. Aber man kann noch schneller sein. So. Nächstes Mal machen wir die nächste Mission und dann sind auch wieder Sachen, die ich noch nicht kenne. Also, bis dann, euer Doc. Ciao.